boah, ich bin total in Urlaubsstimmung. Ja, richtig geil am Strand sitzen ist echt eine richtig feine Sache. Aber ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich wollte ein bisschen arbeiten. Und zwar hatte ich jetzt vor, Bosch jetzt auf Nummer 1. Nee, ich mach Cojones auf Nummer 1 zu stellen und mit dem Surfer rechts lang zu düsen, damit ich hier ein bisschen was einsammeln kann und noch ein paar Trainerkämpfe abstreiten kann. Abstreiten, das ist ja auch wieder falsch. So, und da ist schon der erste, bestimmt wieder Andre Agassi. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Ja, Wahnsinn, da war ich ja sogar schon mal drin. Oder meinen die dieses kaputte Labor da? Da müssen wir noch rein. Ich habe mich jetzt auch erstmal wieder dran erinnert, was das für ein Labor war. Ich glaube, das war das Labor, wo Mewtwo damals ausgebrochen ist, im ersten Pokémon-Film, falls ihr den gesehen habt. Und jetzt sehen wir eine Premiere Megasauger. Mal gucken, wie stark das ist. Jawohl! Lässt sich doch mit leben. Coronis erreicht Level 40. Und Schönheit wird Golking in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Nee. Schönheit setzt Golking ein. Los, Megasauger! Nein! Ich dachte, du stirbst. Oh Mann, schade. Dann machen wir das eben normal. Soll ja alles funktionieren. Boah, ich bin jetzt gerade in so einer richtigen Chiller-Position. Hab so gesehen die Füße hochgelegt. Ja, komm auch richtig gerade vom Sport. Ist schon klasse. Warte! Worauf? Was ist los? Die Zinnoberinsel ist ein vulkanisches Eiland. Da gibt's zwar. Ich habe da keinen Vulkan jetzt drauf gesehen, aber. Wenn du das sagst. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Ich habe leider einen Frosch im Hals heute, das merkt ihr vielleicht. Aber das ist ja egal, ich muss zumindest ein bisschen Pokémon aufnehmen. Habe ich ja gesagt, ein paar Parts müssen auch in meinem Urlaub da hochgeladen werden. Vielleicht kommen wir dann innerhalb des Urlaubs auch mit dem Spiel durch. Das wäre ja mal ein richtiges Highlight. Da kann ich ja gleich mit Silber anfangen. Obwohl ich da, glaube ich, erstmal eine Pause machen wollte. Ist natürlich geil, wenn ich durch Megasauger immer wieder die Lebenspunkte dazu kriege, die ich vorher verloren habe. Das ist ja mal richtig klasse. So, nochmal Megasauger. Oh, habe ich schon wieder gewonnen. Oh, das tut mir aber leid. Ich bin ja schon wieder zu stark. Oh, ja, das ist ja echt schade jetzt. Oh, da kommt noch was aus das. Oh, aus das. Aus das hat, glaube ich, hat aus das Eis im Typ. Wollte ich mal gucken. Wenn ihr nämlich Eis im Typ habt, dann ist Megasauger jetzt nicht die beste Idee. Aber wenn nicht, dann. Ja, dann nicht. Hat ja ganz gut geklappt. Ich muss jetzt hier gerade mal irgendeine Verpackung öffnen. Ich brauche meine Drogen. Wo ist das? Austausch hat KP verloren. Und Austausch wird besiegt. Cojones erhält Erfahrung. Ich könnte ja nebenbei sogar noch Harry Potter lesen hier. So einfach ist das. Harry Potter ist auch so eine Sache. Ich finde Harry Potter, der. Ihr müsst mal drauf achten. In jedem Harry Potter Film gibt es mindestens eine Szene, wo Harry auf dem Boden liegt und sich krümmt. Das, so gesehen, ist das schon ein richtiges Weichei. Lass die Finger von meiner Perle. That's what she said. Und hier sind wieder die Angler, oder ist das nur einer, der hier einen Bademeister gibt? Mein Vogel-Pokémon hat mich hierher getragen, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ich bin schon ein bisschen dösig. Ich bin Vogelfänger. Ebitag, los! Los, Cojones! Ich glaube, mit Cojones gegen Ebitag ist jetzt nicht die beste Idee, außer ich mach mal einen auf Psychokinese. Jawohl! Ibitag wird besiegt. Und da kommt nochmal Ibitag. Wahnsinn, wer hätte es gedacht? Und Psychokinese. Jawohl, jawohl. Cojones erreicht Level 41. Das geht ja ratzfatz hier. Wie gesagt, es war eine gute Idee, dass ich nochmal nach rechts wollte. Beziehungsweise meine Idee war das ja nicht, weil die Idee von Sal. Der zum Glück jetzt nicht mehr dabei ist. Hat mich schon so ein bisschen genervt. Und irgendwie kriege ich Durst. Hab mir jetzt wieder Mineralwasser gekauft. Das ist total klasse. Wenn ich schon kein Bier trinken darf, dann bitte wenigstens irgendwas anderes mit Kohlensäure. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir, glaube ich, nur um die Kohlensäure. Das ist das Geilste, was es gibt. Schau dir meinen gestählten Körper geruhig an. Ich bin Andre Agassi. Und ich setze Sterndu ein. Warum auch immer. Gestählte Sterndu. Kann einiges. So, Megasauger. Ich glaube, das
erledigt sich auch relativ fix hier mit Sterndurm. Ja, ist echt cool. Gestählter Körper, aber nur ein Sterndu dabei. Waschlappen! Ich hätte meine Pokémon stehlen sollen, nicht meinen Körper. Ja, das stimmt allerdings. Und ich hole mir jetzt eben mal ganz kurz was zu trinken. Stehle mich so gesehen in die Küche und hol da was raus. Bis gleich. Ich glaube, gleich sind wir auch schon da. Ja, sag ich doch. Hier ist ja schon die Seeschauminsel. Dann können wir uns das aber auch nochmal von der anderen Seite angucken. Machst du auch gerade Urlaub? Mhm. Ich mache hier gerade Urlaub. Deswegen surfe ich hier auf so einem fetten Freibiertier durch die Gegend. Und eine Pfadfinderin? Was? Eine Pfadfinderin. Okay, da ist eine Pfadfinderin. Ach, warte mal. Megasauger geht hier ja nicht. Das ist ja ein Gift-Pokémon. Nein! Total versagt. Jetzt kommt auch noch die Umklammerung. Und da komme ich nicht raus. Nee, doch, da komme ich raus. Oh Gott, oh Gott. Also wenn er jetzt ein bisschen stärker wäre, das wäre schon gefährlich jetzt geworden. Aber ein Glück ist er nicht stärker. Ist nur so eine kleine Lusche hier. Sepa. Möchtest du wechseln? Nee, ich bremse nicht für Sepa. Definitiv nein. Und nach einem Megasauger sollte sich der Spaß hier auch erledigt haben. Und da kommt Jurob. Meine Güte. Das klappt doch auch mit einem Megasauger, dass der weg ist. Ich meine, was schmeißen die uns hier eigentlich vor die Füße? Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu overpowered für die ganzen Pokémon hier. Boah, so Mineralwasser ist echt geil. Du kennst keine Gnade. Es hat sich übrigens noch nie jemand beschwert, glaube ich, dass ich in meinem Let's Play rülpse. Das finde ich gut. Okay, warte mal. Ich möchte jetzt nur noch mal wissen, wie hätte es denn geklappt? Ach so, hier hätte ich reingemacht. Ah, aber ja, das hätte ja niemals funktioniert. Da hätte ich schon die Steine schieben müssen. Habe ich mich schon richtig entschieden, ne? Habe ich schon gut gemacht. Bin ich schon guter, ne? Bin ich ein guter. Bin ich ein Guter? Ja, ist er ein Guter. So, Psychokinese. Ich glaube, in diesem nächsten Labor, wo wir gleich rein müssen, da können wir auch wieder eine Menge Pokémon fangen. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie viel haben wir denn insgesamt eigentlich? 53, meine Fresse. Da können wir doch erstmal... Nee, ich weiß, was wir da machen. Da holen wir uns erstmal ein Geschenk bei Professor Eichs Gehilfen ab. Und zwar das unsinnigste Item, das es im ganzen Pokémon-Spiel gibt. Wo war der denn da? Nee, da. Fuchsania City! Juhu! Und ein Fahrrad nehmen wir auch mal. Hier, komm. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal ab. Ich gehe nochmal in den Supermarkt und gucke mal, was ich da so alles verkaufen kann. Macht ja keinen Sinn, dass ich hier alles immer mitschleppe. Da kriege ich doch nur ein schiefes Kreuz hinterher. Das geht gar nicht. Und ich brauche ja neue Hyperbälle, da habe ich ja den letzten neulich verbraten und das kann ja überhaupt nicht sein. So, okay, Supertrank, dreimal, Unsinn, brauche ich nicht. Superball, 12-mal, Unsinn, brauche ich hier ebenfalls nicht. Superangel, könnte sein, dass ich das brauche. Helixfossil, Türöffner, Topbeleber, TM. Warte mal, ich wollte jetzt... Hyperball. Wie viel kaufen wir denn da mal? 30. Was haben wir da noch? Schutz. Könnten wir vielleicht auch mal 5 einpacken. Wenn ich hinterher keinen Bock mehr habe zu kämpfen, dann kann es sein, dass ich den ein bisschen versprühen muss. So gesehen wie X-Effekt, nur umgekehrt dann. Dass der eben Frauen und Pokémon abwehrt. Also, wie soll das eigentlich funktionieren? Womit schmiert er sich da ein? Mit Bratenfett oder sowas? Nee, das lockt ja Pokémon an, aber hält Frauen weg. Nee, das ist ein schlechtes Bild, das ich da gerade aufgezogen habe. So, jetzt müssen wir nach hier oben. Hallo, ich bin Professor Eichs Hilfswissenschaftler. Wenn du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. EP-Teile, also Nudel, hast du? Super, ja, juhu, hier, bitteschön.
Mit dem EP-Teiler bekommen alle Pokémon, die du mit dir führst, nach einem Kampf EP. Die EP werden nach dem Kampf unter den Pokémon aufgeteilt. Lege den EP-Teiler für ihr PC ab, wenn du nicht benutzen möchtest. Das werde ich auch bald machen. Das ist nämlich total unsinnig in diesem Spiel. In der zweiten Generation war es so, dass du den Pokémon, den EP-Teiler wirklich in die Hand drücken konntest und so gesehen die Erfahrungspunkte, die dann geflossen sind, unter dem kämpfenden und dem haltenden Pokémon aufgeteilt wurden. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist das der letzte Ranz. Ich weiß gar nicht, ob man da im Endeffekt weniger kriegt und dass dann die Hälfte davon nochmal unter allen aufgeteilt wird oder ob dann nochmal das Komplette unter allen aufgeteilt wird. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist das totaler Schwachsinn und führt eigentlich nur dazu, dass ich für, sagen wir mal, 82 Erfahrungen höchstens, die unter allen Pokémon verteilt werden, 1000 Mal A drücken muss. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja, mach ich hier mal wieder einen auf Mecker-Heini, ne? Mach ich wieder Mecker-Heini. Ja, Mecker-Heini. So, wer bist du? Ponita? Nee. Habe ich nicht. Ich habe auch schon Jurob. Andersrum würde ich es machen. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Aerodactyl, ganz wie ich vermutet habe. Dankeschön. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja, im Prinzip schon, aber ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung. So ein fliegendes Teil, das, so ein prähistorisches fliegendes Dingsbums. Dennis heißt es. Dennis. Warum heißt es Dennis? Stichwort Jurassic Park. Ihr könnt ja mal gerne nachgucken, wer da Dennis hieß. Meiner Meinung nach eine gute Rolle, die er gespielt hat. Wer das noch gespielt? Wayne Knight damals, glaube ich, ne? Ja. Obwohl, im Buch ist diese Rolle des Dennis Nedry ein bisschen intelligenter besetzt. Da weiß er zumindest, was er in seinem Job machen muss und was nicht. Im Film ist das ja jetzt nicht so gewesen. Da hat er ja eigentlich nur Scheiße gebaut, ist dann am Ende gestorben. Ha, gespoilert. Aber jeder von euch wird doch wohl Jurassic Park gesehen haben. So, jetzt wollen wir nochmal ein Fossil abgeben. Helix-Fossil. Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Jo, mach ich. Kein Thema. Tschüss. So, hier wären wir. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Aufnahme noch in dieses komische Labor da einsteigen möchte. Wir kommen nämlich momentan nicht in die Arena, weil die Tür verschlossen ist. Das ist schade. Der hitzköpfige Quizmaster. Günther Jauch in der Disco. Gebt euch mal die Musik. Ach du Scheiße. Ist gerade ein bisschen Psycho, ne? Ich habe ja den Türöffner mit. Kann ich den hier benutzen? Und was kommt jetzt? Ach, ein Ponita! Wahnsinn, wo wir vom Teufel sprechen. Ich glaube, ich habe noch keins. Ich habe aber auch keine... Scheiße, ich muss gleich mal ins Pokémon Center. Na toll. Das... Guck mal hier. 58 Erfahrung, 58, Nummer 58, Nummer 58, Nummer 58, Nummer 58. Das ist mir zu blöd, das will ich nicht. Das bringe ich jetzt sofort wieder weg. Der Gerät schläft nicht, der Gerät wird nie müde, der Gerät teilt Erfahrung schweißfrei. Und genau darauf habe ich keinen Bock mehr. So, wie kriegen wir das denn hin, dass das Vieh nicht stirbt? Das ist eine ziemlich schwere Aufgabe, aber ich glaube, mit Thrombose könnten wir es hinkriegen, theoretisch. Ja. Ich möchte auch gar nicht mehr diskutieren mit dir. Ich trete jetzt zweimal ins Gesicht und... Trete mir jetzt erstmal ins Gesicht. Und warum ist das so viel Schaden? Bits. Bits. Und das war's. Tschüss.